Alles weg. Ist wieder alles da? Bin ich wieder da? Test, Test, Test. Spiel ist einfach abgekratzt gerade, ne? Also, ja. Spiel ist abgekratzt. Also, es ist schon lustig irgendwie, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also irgendwie, ich glaube, Tomb Raider 5 ist von allen Tomb Raider Teilen jetzt am meisten abgestürzt. Die anderen sind gar nicht wirklich abgestürzt, oder? Ich glaube, bei Tomb Raider 4 ist einmal krachen gegangen, ich weiß gar nicht. Also, ich weiß auch nicht, was da los ist. Naja. Wer weiß das schon? Naja, das ist halt auch so dieses blöde Kackseil, ey. Oh, jetzt hält sie sich fest. Ich weiß auch nicht, was die Crashes verursacht. Also, ja, wie gesagt, scheinbar ist der fünfte Teil wirklich ein bisschen ungünstig programmiert, sagen wir es mal so. Das hatten wir auch mal bei anderen Teilen. Ja, aber nicht so krass, also nicht so oft hier. Das musst du schon sagen. Also, der fünfte Teil geht ganz schön oft krachen, ne? So. Wie gesagt, ich lasse es drauf ankommen. Ich provoziere jetzt mal. Ein Zusammenbruch des Spiels und ein Zusammenbruch von mir selbst. So. Wo ist der Dude? Da liegt er rum. So. Das Teil hat er auch fallen lassen. Immerhin. So. Ah, immerhin. Ah. Aber das jetzt auch. Haben wir die gleiche frustrierende Sache die letzten Male auch. So, zack, zack, zack und zack. Bam. So, wieder speichern. Ich will es einfach, wie gesagt, ne, ich habe einfach keinen Bock mehr, dass das jetzt wieder schief geht. So, weil dieser, ich sag mal so, die Bugs, die bis jetzt ausgelöst werden sollten, wurden noch nicht ausgelöst, ne? So. Wenn jetzt die Tür aufgeht, dann ist das gut. Dann funktioniert's. Die Tür ist aufgegangen. So, zack. So, kann ich mir jetzt einfach hier fallen lassen. So, den hier machen. So. Wow. Wir haben es durchgeschafft. Muss auch noch nichts heißen. Also das weiß ich selbst, ne? So. So. Ach, sieh mal einer an, das da hinten ist neu. So. Was ist denn jetzt los? Helikopter! Schnell! Clara! Geht ja ab! Alter! Okay! Alles klar. Also lange Zeit haben wir offensichtlich nicht. Können wir einfach hier, weil wir vielleicht nicht direkt geradeaus laufen, sondern hier irgendwie zur Seite lang, was passiert denn da, wenn wir das machen? Dum, dum. Dum, 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 dum. So, ich habe irgendeine Tür geschlossen. Schön. Ich bin stolz auf mich. Ich weiß nicht, was das jetzt gebracht hat, aber irgendwas wird es gebracht haben. Oh, diese futuristische 2000er Matrix-Musik hier, ne? Dum, dum. Ach, Giftgas, ne? Wird ja immer besser, ja. Scheiße, ey. Eek. Was geht denn hier ab, ey?
Ja, okay, und nun? Die Tür geht nicht auf, ist das jetzt vielleicht ein Bug? Keine Ahnung. Ja, da unten ist eine Rose, die will ich nicht haben, die ist mir scheißegal. Die eine Tür geht nicht auf. Das kann natürlich sein, dass es sich jetzt hierbei auch wirklich um einen Bug handelt, ne? Aber scheinbar nicht, wenn der Typ da zurückkommt. Oder wenn da ein Typ erscheint, ist das eigentlich ein Zeichen dafür. Oh Gott. So. Okay. Was ist denn hier los, ey? Boah, nicht reinlaufen. Bitte nicht. Plötzlich ein Jump'n'Run. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich frage mich halt nur, was ich gemacht habe. Ich habe die Tür geschlossen. Ich meine, was bringt mir diese Erkenntnis? Oder was sagen wir, bringt mir diese Sache? Ich habe die Tür halt geschlossen. Ah, ich bin ja mit meinem Latein am Ende. Jetzt bin ich hier. Was ist das jetzt? Wie auf der anderen Seite. Oh, sieht doch alles so gleich aus hier. Jetzt sind wir wieder hier. Ja. Alles gut, alles gut. Also irgendwas muss hier gemacht werden, aber was? Frag mich bloß nicht. So, vielleicht nicht so nah an diese Dinger daran. Warte mal. Ich kann das schon schaffen und überleben, glaube ich. Boah. Ich bin noch durchgekommen. Ich bin noch durchgekommen. Okay, ich bin durchgekommen. Ist das gut? Ist das schlecht? By the way, what the fuck, Werner? Was hast denn du für ein Gebäude? Ich weiß es. Ist ein bisschen übertrieben. Okay, ja, ne? So, jetzt hier mal den Knopf drücken, mal sehen, was jetzt hier passiert. Ganz ruhig. Bewegung bleiben, Mädel. Du hast verdammt so viele Jungs, die mit dir tanzen wollen. Und sie gewöhnt sich dran. Willst du hier raus? Ich hätte da einen Ausgang für dich, aber du musst dir versprechen. Ach, scheiße, Kontakt ist abgebrochen. Hast du es gehört? Weiß ich nicht, schnell rennen oder. Ja, durch da. Scheiße, jetzt ist die Tür kaputt. Ja, komm, da kannst du durchquetschen, Lara. Nee. Ach, noch ein Cyborg. Oh nee, ey, komm, jetzt nervt der mich auch noch, oder was? Hier los. Also Vermutung. Meine Vermutung ist jetzt, ich muss ihn in die Gaskammer locken. Und dann muss ich den sozusagen einsperren. Das ist meine Vermutung. Was macht der Typ? Der springt auch. Hoppe, hoppe, Reiter. Wunderschön, wie er springt. Das ist elegant wie eine Gazelle, wirklich. Aber bis jetzt scheint alles nach Plan zu verlaufen. Es wirkt jetzt nicht, als ob hier gerade irgendein Bug ausgelöst wird. Boah, Alter, wie viel Leben man hier verliert. Das ist so krank hier. Was ist denn hier unten eigentlich? Ich will trotzdem mal gucken. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin. Ja, wow, toll. Großes Medikit. Also schön, ja, dass es das gibt. Weißt du, Lara sollte einfach aus dem Fenster springen. Vor allem, wisst ihr, der Werner bezahlt wirklich so einen Helikoptertypen, dass er wirklich dieses ganze Gebäude einfach zerschießt, ja? Ja, komm, also für das. Nee, komm. Vergiss es. Also für das Medikit lohnt es sich nicht, da so viel Schaden zu nehmen. Das ist ja dumm. Guck mal, wie viel Schaden ich nehme, Alter. Das ist krank. Sobald ich irgendwie stehen bleibe, bin ich eigentlich schon tot. Ja, komm her, Arschloch. Ist okay.
So, komm mit. Da ist der Arsch hinter mir. Na komm, bewege mal den Arsch hier, dahinter. Da ist er. So. Yuki Biene, auf geht's. Nee, lass mich in Ruhe. So, verfolge mich mal. Du kleiner Penis. Oh, jetzt machen wir die nicht. Nee, warte mal. Wir müssen erstmal da reinlocken. Mensch, wo war das denn hier? Geh weg. Komm, verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Wo ist die Gaskammer? War die hier? Nee, das ist ja der Kontrollraum. Ich blicke ja nicht durch, das sieht alles gleich aus, Mann. Irgendwo war das hier. Und nee, da geht's wieder raus, da will ich nicht hin. Das ist gefährlich. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Hör auf mich zu schießen. Das macht man nicht mit einer Waffe auf eine Lady zeigen. Wir wissen, dass Lara eine ganz anständige Person ist. Okay, da geht's hier wenig nicht lang. Aha! Uff, uff! Ick, ick! Ne, wir müssen einen anderen Eingang finden. Ja, hier weg. Lass mich einfach in Frieden. Komme ich überhaupt durch? Nee, ist wirklich eine Sackgasse. Ist eine Sackgasse. Mann, ich weiß nicht, wo ich lang. Jetzt war ich schon 10 Mal hier lang gelaufen, aber wir müssen doch da hoch. Also, das ist irgendwie. Noch sind wir ja nicht durch. Wir müssen da irgendwie einen anderen Weg finden. Mein Gott, ist das nervig. Jetzt ist da. Jetzt ist da zu. Wo soll ich denn da lang? Ich muss ja noch. Es muss so sein, dass ich den irgendwie zurücklocken muss. Hier haben wir die Situation. Da geht es nicht lang nicht. Ich muss den da zurücklocken. Also da wird schon einen Abgang geben, wo ich den da einsperren kann. Wahrscheinlich. Ja, er müsste jetzt nur mal hinkommen. Also ich komme ja da nicht hin. Oder sehe ich das jetzt falsch? Da ist zu. Hier unten geht's lang. Dann muss ich halt doch die Tür öffnen jetzt. Oder schließen. Ich hasse das bei Tomb Raider immer, wenn man irgendwie nicht mal Zeit zum Nachdenken hat, weil man dauernd von irgendjemandem verfolgt wird, der ihn da anschießt. Ja gut, das sind meine Optionen. Ich kann mich halt aussperren. So, das ist halt. Das ist es vom Prinzip her. Ich kann die Tür öffnen und höchstens. Lara. Ich kann die Tür öffnen und höchstens. Den da einsperren, aber das ist auch Quatsch. Da muss es einen anderen Weg geben. Das ist ja lächerlich. Unten irgendwo noch ein Weg, irgendwas, was ich nicht sehe. Ich finde es so lustig, dass denen das scheinbar nicht stört, wenn da hier durchlöchert wird von irgendwelchen. Boah, Kugeln, das juckt den gar nicht. Ja, lass mich hier weg. Lass mich einfach in Frieden, wirklich. Wir sind keine Freunde mehr. Ich meine, waren wir noch nie. Wollen wir ganz ehrlich sein, ne? Da unten ist ein Medikit. Sieht da unten aus, gibt es da irgendwas Interessantes? Ja, kann ich nicht mal gucken, weil es einfach zu schnell geht. Vielleicht ist das der Bug. Ja, wer weiß. Wer weiß, müsste man gleich mal nachgucken. Also, wir werden wahrscheinlich auch gleich mal nachschauen, weil, wie gesagt, die Stelle hier ist so verbuggt, dass es mich nicht wundern würde, sagen wir es mal so. Ja. Ja, genug Medikits liegen ja hier rum, immerhin. Ja. Ja, weil also es muss ja Bug sein, keine Ahnung, weil so viele Möglichkeiten haben wir jetzt ja nicht mehr. Wir können halt. Oh, der Typ verfolgt uns halt jetzt. Ist okay. Zumindest klappt das.
So, jetzt sind wir hier. Hier gibt es keine Alternative, was wir machen können. Wir können noch mal gucken, ob aus welchem Grund auch immer der Knopf da noch was bewirkt, tut er nicht. Also das hier wird schon richtig sein. Das ist jetzt ja so ein Skript-Event. Okay, weißt du, ganz kurze Sache, ich werde jetzt einfach mal im Internet gucken kurz, also ich würde mal sagen 5 Minuten Pause und dann gucke ich mir das mal an. Also wenn da jetzt irgendwas machbar ist, was wir jetzt noch machen können, machen wir es so, ansonsten müssen wir halt nochmal den alten Spielstand laden. Aber irgendwie ist da was ganz komisch, bis gleich, ne? So, Moment, ich muss nochmal wechseln jetzt zu Twitch. Moment, ich bin noch nicht im Chat. Frag gleich nochmal, ob man mich sehen kann, ob man mich hören kann, wo er sehen kann, wird man mich schon. So, Moment. So, jetzt bin ich wieder im Chat. Also, hier ist scheinbar wirklich ein Fehler. Also erstmal sollten jetzt an der Stelle irgendwo brennende Flammen sein. Sind sie nicht. So, genau. Brennende Flammen. Und was er gemacht hat letztendlich ist, das hier ist schon richtig, aber was falsch ist, ist das hier. Also eigentlich müsste man hier durchkommen. Und hier ist ja scheinbar irgendwie zu. Also, das ist irgendwie... Ich bin mit meiner Latein am Ende, ganz ehrlich, also. Also scheinbar hat ja irgendwas doch nicht richtig getriggert. Also das sollte jetzt hier eben nicht da sein. So. Tja, was macht man da jetzt, ne? Also, ich muss sagen, So.
So soll das zum Beispiel, genau, so soll das zum Beispiel aussehen. Ja? Dass er wirklich hier in diese Gaskammer da kommt. Also ergo, das ist schon richtig, dass wir den höchstwahrscheinlich da mitlocken müssen. Also, dass wir den Cyborg da reinlocken müssen. So, hier haben wir einen Speicherstand, wo die Laserbarriere auf jeden Fall richtig ist, scheinbar. Ich muss sagen, wenn der nächste auch so verbuggt ist, habe ich keine Lust mehr. Ja. Ja, also wie gesagt, mit den Pen-Patches und sowas wird das schon funktionieren. Davon gehe ich einfach mal aus. Ja. Also ohne Patches spiele ich das auch nicht. Ja, es macht halt auch keinen Spaß, wenn du im Prinzip die ganze Zeit nur hier am Umwerkeln bist, also oder einfach nur versuchst, das irgendwie zum Laufen zu kriegen. Also Spaß macht's gerade nicht, ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, das ist halt hier heftig, also ich habe das selten mein Spiel... Mein Gott! Ich habe das selten mein Spiel erlebt, dass das so extrem verbuggt ist, also... Das ist ja halt wirklich absolut grenzwertig, ne? Also. Ja gut, jetzt kommt die Gaskammer, da will ich eigentlich gar nicht rein. Das war nicht meine Intention. Ja, also jetzt mal ganz ehrlich, ich sagte jetzt mal eine Sache. Weil das ist mir jetzt gerade auch ein bisschen zu viel irgendwie. Also ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich einfach... jetzt mal ernsthaft gesagt, für das letzte Level dann einfach auf ein anderes Video oder so verweise von irgendeinem anderen Let's Player. Jetzt nicht böse gemeint, ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen, kann man sagen, es wäre ein bisschen lazy oder sowas, aber ganz ehrlich, wenn ihr alles da so verbuggt ist, ich habe jetzt keine Lust, hier 2-3 Stunden Stream zu machen, wo ich nur die ganze Zeit am Machen bin, dass es in der Hoffnung, dass ich keine Bugs auslöse und sowas, weißt du? Natürlich springt sie wieder. Ja, Lara. Mensch. So, jetzt kommt der Cyborg. Bewegung bleiben, Mädel. Du hast verdammt so viele Jungs, die mit dir tanzen wollen. Du gewöhnst dich dran. Du willst du nicht? Ja, ist wieder falsch. Die Laserbarriere da hinten sollte nicht da sein. Also, das wird so oder so ausgelöst. Ich weiß nicht, sollte die da sein, aber auf jeden Fall müssen wir faktisch, wenn wir jetzt hier lang rennen. So, der hat auf jeden Fall das Ding hier geschlossen. Der hat das geschlossen und dann konnte er hier problemlos langlaufen. Ah, jetzt geht's. Okay, jetzt ist in Ordnung. Jetzt funktioniert es scheinbar. Neuer Speicherstand. Jetzt ist die Barriere so, dass wir da durchlaufen können. Verfolgt er uns noch? Arschloch. Der ist ja doch noch, oder nicht? Oder ich den gerade aus... Oder ist er auf der anderen Seite? Habe ich den da... Ich muss ihn schon mitnehmen, also ich glaube, der muss schon da mit mir folgen, anders geht's gar nicht. Kommt er jetzt? Na, jetzt ist er da. Oh, Jesus. Geh weg. So, na, folge mir mal. Folgt er mir. Nee, der folgt mir nicht. Interessant. Was er schon meint, dass er scheinbar wirklich Angst hat hier vor dem Giftgas oder so. So, jetzt haben wir wieder die kaputte Tür da. So. Thank you.
So, hier ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ich habe jetzt irgendwas aktiviert. Oder auch nicht. Vielleicht irgendwas in einem anderen Raum, was ich aktiviert habe. Jetzt kommen ja gleich zwei Typen von da entgegen. Ey. Mensch, ich habe doch keine... Munition ist auch bald alle, oder? Das lohnt sich gar nicht. Komm, ist gut. Lass mal gut sein. Lass gut sein. Ah. Ich frage mich halt, was ich jetzt faktisch gekonnt habe. Ne? Gar nichts. Also, ich habe jetzt da irgendeinen Schalter umgelegt. Das ist schön. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. So, ich renne da jetzt hin. Irgendwas muss das ja auch machen. Wir haben jetzt keine Reaktion. Warte mal kurz. Ist auch nicht so, dass die kaputte Tür sich irgendwie öffnet. Oder dass sie jetzt aufhört zu spinnen. Offensichtlich nicht. So, wie gesagt, Scheiß auf die Rose. Heute kein Bachelor. Ja, geh weg. Lass mich einfach im Frieden. So. Ich habe irgendwas gemacht. Aber was ist eine gute Frage? Muss ich einfach das Tor öffnen? Hat sie jetzt irgendwas draußen getan oder so? Also. Ja, es ist es halt gerade so. Ich meine, sinnvoll wäre ja, also wenn man jetzt mal bedenkt, was diese Tür da macht, so. Also den irgendwie irgendwo einzusperren. Also eigentlich will ich das Glas am besten zerstören, aber das kann ich ja einfach nicht. So. Wenn man das. Man muss bestimmt das Gas irgendwie umleiten, das ist mir schon bewusst, aber es funktioniert halt einfach nicht. Ja. Deswegen, also dieser komische Schalter soll, das weiß ich einfach gar nicht. Munition habe ich halt auch nicht mal, um mir anzuballern. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Sinn der Sache. Also ich will, dass er mir jetzt folgt. Folge mir mal, du Arschloch. Komm. Der folgt mir nicht. Komm mit. Muss hier irgendwie die Dinger aufreißen oder sowas? Irgendwie die. Gibt's hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich meine, wenn ich mir überhaupt was sehen würde, wäre ja schon mal anfangen. So vergaste drinne. Ja, ist gut jetzt. Leute, ist gut. Das sind nur umgelegt so, aber hier hinten zum Beispiel, das sieht ja auch nicht aus wie eine Tür, die sie öffnen kann irgendwie, finde ich zumindest. Irgendwas ist hier total falsch. Nee, ich glaube, wir sind hier voll in die Bugfalle gelaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Sterben. Ich verstehe es auch nicht. Wisst ihr was? Ich würde mal sagen, ich höre jetzt mal auf mit dem Stream. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier tun soll. Ich habe offensichtlich auch die Bugs irgendwie ausgelöst. Also, aber ganz ehrlich, ich habe auch keinen Bock, diese Stelle 20 Mal zu spielen, um irgendwie mal die richtigen Voraussetzungen hervorzubringen, dass das geht. Also, nehmt es mir jetzt nicht krumm, ja. Ich werde jetzt einfach auf einen anderen YouTuber irgendwie verweisen. Und ja, keine Ahnung, werde das dann einfach in die Videobeschreibung mitpacken. Und werde jetzt an der Stelle vielleicht einfach mal ein anderes Tomb Raider-Spiel starten.
muss ich nur kurz überlegen, was. Also ich würde sagen, ich bin so in 10, 15 Minuten wieder da. Und ja, es tut mir leid, dass es jetzt so endet, aber wie gesagt, ne, irgendwann ist es mal gut. Also es bringt ja jetzt nichts, ne? Ich bin jetzt ja schon eine Stunde wieder am Machen und wir sind immer noch im gleichen Level und kommen da einfach nicht voran, ne? Und ich will jetzt meine Zuschauer nicht damit quälen, dass ich 10 Stunden irgendwie im gleichen Level festhänge an der gleichen Stelle. Also, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Tomb Raider-Teil wieder. Bis dahin und ciao.